Mädel, Leute, was geht? Wir sind bei Draches Meinung Part 5 Haaröl. Und das ist natürlich wieder ein Top-Thema. Da habe ich richtig Bock. Das ist auch ein wichtiges Thema, über das man heutzutage wirklich reden sollte, weil es auch wirklich, es ist einfach omnipräsent, ja? Wer redet nicht über Haaröl? Haaröl ist eins der wichtigsten Themen. Rainer, bitte, 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 erzähl mir, was ist an Haaröl so krass? Ja, das, ich bin so gespannt, wirklich. Naja. Ah, wir gehen aber natürlich nochmal rein in die Mitglieder ab Woche Level 5, nämlich der Toto, der Rielbriton, der Bert, die Maki, die Bianca, die Anrü und der Sebastian. Vielen, vielen Dank. Und ein besonderes Danke geht raus an die Woche Level 10 Mitglieder, nämlich Hart am Abgehen, Soldier TV und Dodo. Dankeschön für euren 1 nice Support. Wir gehen rein und let's go. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Der war geil. Junge, habt ihr die Fliege da im Hintergrund noch gesehen? Ah, shit. Da ist sie, seht ihr sie? Ah, Gott, wie er sich das auf seinen Mooskopf da sprüht. Ach, Rainer, lass das doch. Und guck mal, er sitzt nur da. Er sitzt nur da, macht sich ein bisschen Haaröl in die Haare rein. Und habt ihr das gehört, wie er da sitzt und... Unglaublich, oder? Warum? Du sitzt, Rainer, du machst doch nichts. Stellt mich mal Rainer bei einer wirklich körperlich schweren Arbeit vor. Das kann doch nicht wahr sein. What the fuck? Ey, das triggert mich tot, ne? Das triggert mich wirklich tot. Er beginnt das Video und sagt nichts groß und dann sprüht sich dieses Zeug rein und macht nichts, außer sich die Haare durchzukämmen. Mann, das macht mich ja schon wieder matt, ne? Ey, das ist der Content, Leute. Das ist der Content, den ich brauche. Danke, Rainer, wirklich, danke. Alter, was ist das? Das gucke ich mir hier an. Was ist das? Warum macht er denn nichts? Das kann doch nicht wahr sein. Ich raste aus. Das macht mich richtig mit und ironisch. Was? Brennender Mikrowellenmuffin ist jetzt. Geiler Name, by the way. Ist Woche Level 5. Vielen Dank für die Unterstützung. Leute, was ist das? Was gucke ich hier? Oh, nee. So, Ja. was machst du da eigentlich? Ja, was machst du da? Ich raste gleich aus. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Mann. Sorry. Ich Drache. Warum machst du das denn vor dem Video? Das ist im Prinzip Ja. recht einfach. Weil du ein besonderer Mensch bist. Sorry. Wir wollen natürlich hier neutral bleiben, nicht wahr, meine Freunde? Cute Banzaigo, auch Woche Level 5. Leute, vielen Dank. Es geht heute darum, wir sind ja wieder in einem Meinungsvideo und heute geht es um das hier. Schaut euch mal genau an, wie es jetzt aussieht. Ihr werdet es gleich euch nochmal anschauen können. Also, ich persönlich habe ja sehr dicke Haare. Ne? Sieht man auch. Mein Problem ist, dass ich sehr lockige Haare habe. Und aufgrund dessen, dass ich sehr trockene Haare habe, ist es auch ziemlich sprödes Haar zum Teil. Bei den meisten, ihr kennt es vielleicht von euch. Wenn ihr eure Haare längere Zeit nicht wascht, dann werden sie fettig. Nein. Wirklich, Rainer? Also, das, wenn man seine Haare nicht wäscht, dann werden sie fettig? Sag mir nicht, dass man stinkt, wenn man nicht duscht. Ey, das ist ja krass. Das Problem kenne ich nicht. Ein Bekannter von mir hat auch immer so in der Schulzeit war das noch.
immer gemeint, weil er immer alle 3 Tage oder alle 4 Tage, was ich, das habe ich damals übrigens nicht verstanden, immer alle 3, 4 Tage meint er so, ja, er hat seine Cappy auf, weil seine Haare so fettig sind, weil er sie nicht gewaschen hat. Und ich sitze so neben ihm. Rückwärtsstück, das ist ja großartig. Geh bloß weg. Alles klar, Rainer. Wirklich tolle, tolle Geschichte, die du wieder zusammengerendert hast. Ich glaube, der Typ, der keinen Bock hatte, sich zu waschen, warst du. Ich meine, warum wäscht er sie dann nicht? Ja, also, wenn seine Haare nach 3 Tagen, 4 Tagen nicht gewaschen sind, und die fettig werden, warum wäscht er sie nicht? Ich meine, allein meine Haare wasche ich alle 2, 3 Tage. Also spätestens alle 3 Tage. Mal ganz kurz in den Chat und auch in die YouTube-Kommentare. Was glaubt ihr jetzt mal unironisch, auch vom Kackduschen jetzt mal weg? Was meint ihr unironisch? Wie oft hat Rainer geduscht? Also in welchen Abständen? Alle 1, 2, 3, 4 Tage. Wirklich, schreibt das gerne mal rein, würde mich interessieren. Meine persönliche Meinung ist, er hat wahrscheinlich wirklich nur geduscht, wenn er sich selber gerochen hat. Und ich sage, das sind 4 Tage aufwärts. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass der regelmäßig sich gepflegt hat. Das glaube ich einfach nicht. Wenn ich es aber mal aufgrund von Events, Festivals oder sonst was nicht geschafft habe, alle 3 Tage meine Haare zu waschen, obwohl ich es selbst da geschafft habe, ne? Wasserflasche, pff, Haarshampoo rein. Oh, es fängt an zu regnen. Geil. Gleich noch Spülung rein. Hä? Wie kann man es nicht schaffen, seine Haare zu waschen? Nee, ist egal. Jedenfalls, selbst wenn ich es mal, wenn ich es wirklich mal ein paar Tage nicht geschafft habe, aus welchen Gründen auch immer, die bei mir eher selten sind, ja, dann ganz einfaches System. Man geht einfach her. Leute, geht ja auch immer einfach her, weil das mache ich auch immer so. Jede Woche einmal sehe ich hier damals 4 bis 5 Tage. Ja, ich rede von damals, nicht von heute. Einmal pro Woche, einmal im Monat, okay. Einmal alle 3 Wochen. Eieiei, einmal die Woche. Also ich tendiere auch so bis 4, 5 Tage. Eine Woche finde ich ein bisschen zu krass. Ich glaube, das traue ich nicht mal rein dazu, ehrlich gesagt. Nur bei Zahnschmerzen. Dennis, sehr gut, ja, das war eine gute Antwort. 4 bis 5 Tage, 4 bis 5 Mal im Jahr ist auch nicht schlecht, ja. Täglich Kappa, ja, das glaube ich auch nicht. Nach jedem Gange, ja, das ist natürlich klar. Ah, Leute, schwierig. Kackduschen täglich und duschen einmal die Woche, aber auch nur sehr schlecht, weil Digger, aber fitter Mensch, ja, das stimmt wohl. Also, ich bleibe bei meiner Meinung, 4 bis 5 Tage. Und wäscht sie. Aber angeblich sind sie dann so fettig. Das ist bei mir aber nie der Fall gewesen. Meine Haare Einmal duschen an Weihnachten. wurden noch nie, oder ich habe noch nie gemerkt, dass meine Haare fettig werden. Im Gegenteil. Es ist eher so, dass ich meine Haare, sollte man sagen, gießen. Ich muss meine Haare regelmäßig mit Haaröl oder sowas einfetten. Jetzt habe ich, wartet mal, habe ich das hier stehen? Oder habe ich das ins Badezimmer gestopft? Ich glaube, das habe ich schon ins Badezimmer gestellt. Junge, wie man die ganze Zeit irgendwelche Dosen da rumklirren hört. Utopisch, meine Freunde. Ich habe mein ganzes Zeug, das hier rumliegt, ey. Okay, ich glaube, das liegt im Badezimmer. Ja, das ist bestimmt im Badezimmer. Also, ich habe noch ein anderes Haaröl. Das werde ich euch ja anders mal zeigen, nicht heute. Aber wenn ihr das jetzt mal genau anschaut, ihr seht, dass es jetzt hier unten gelb wird. Das liegt daran, dass es ein Duo-Effekt ist. Steht ja auch drauf, ne? Also es ist ein Zweier-Effekt. Das ist mit Milch und Cerium Lavi in. Keine Ahnung. Ah, Cerium Lavi-In. Ja, man kennt, man kennt. Junge, aber ganz ehrlich, wen interessiert das, Rainer? Also kurzum, das wird unten dann gelb und oben ist, glaube ich, die Milch oder irgendwas Ähnliches drin. Das ist so spezielle Milch, was weiß ich. Und die kann man sich dann eben in die Haare machen und dann werden die Haare erstmal schön glänzend und zweitens ist es pflegend für die Haare. Das heißt, meine Haare, die sehr trocken sind, kann ich dafür benutzen, dass die so ein bisschen weniger trocken sind. Ja? Und das Geile daran ist, dass meine Haare dann nicht so lockig sind. Ich meine, ihr habt gesehen, ich habe die jetzt mal einmal durchgemacht. Ihr habt sie gesehen, wie sie am Anfang ausschaut, aber auch in den vorherigen Folgen. Das waren halt alles die gleichen Folgen. Wir müssten jetzt in der 5. sein, glaube ich. Und sind total lockig gewesen, die ganzen Tage über, weil ich die eben nicht gemacht habe. Manchmal mache ich das und es wird nach kurzer Zeit wieder lockig. Da muss ich eigentlich nochmal drüber gehen, aber dann bin ich meistens zu faul. Aber dadurch, dass ich das jetzt geölt habe in dem Sinne, werden die nicht lockig.
Und das ist halt für mich schön, weil die endlich mal glatt sind. Das funktioniert nicht bei jedem, muss man dazu sagen. Aber es ist auf jeden Fall einmal ein Versuch wert. Im Idealfall würde ich euch empfehlen, geht einfach mal zu eurem, oder geht einfach mal generell zu einem, wenn ihr nicht zu einem geht. Ich gehe ja auch eigentlich nicht. Geht einfach mal zu einem Friseur in eurer Nähe oder zu eurem Privatfriseur, je nachdem, wo ihr halt hingeht. Aber es sollte halt jemand mit einer Ausbildung sein, der sich eure Haare mal anschaut und euch dann empfehlen kann, was ihr für Produkte benutzen solltet. Mir wurde damals Haaröl empfohlen, das habe ich damals gemacht. Das war noch mit meinen langen Haaren. Und nachdem ich die dann lang hatte, Quatsch, und als ich das dann benutzt hatte, war dann plötzlich meine Haare ganz in Ordnung. Der Grund, warum ich mir damals die langen Haare abgeschnitten habe, war ja unter anderem, dass die Spliss hatten, dass die porös waren und dass die halt einfach kaputt waren. Das war der Hauptgrund, warum ich sie abgemacht habe. Okay, Rainer. Aber wie gesagt, ich glaube dir nicht, dass du deine Haare so pflegst, wie du das hier verkaufen möchtest. Generell, man kennt ja den Rainer. Der ist ja wirklich massiv faul. Also wirklich nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich massiv. Das sieht man ja an seiner nicht aufgeräumten Wohnung, an der, ja, an der Anordnung bei seinem tollen Arbeitstisch, dass da wirklich alles griffbereit steht, was er braucht, dass er ja nicht aufstehen muss. Also er ist ja wirklich massiv faul. Glaubt ihr wirklich, ein Rainer Winkler, der in seiner Schanze 24/7 allein gewohnt hat, macht sich die Mühe, alle ein, zwei Tage duschen zu gehen? Bitte, also glaube ich nicht. Wirklich nicht. Und wenn ich dann sehe, er hat seine graue Jacke 3 Jahre an, die er wahrscheinlich einmal auslüften lässt im Jahr. Also bitte, das, als ob der da, als ob der da so auf seine Pflege achtet, das glaube ich nicht. Es stand ja auch mal das Gerücht im Raum, das glaube ich auch, dass Rainer sich erst die Zähne putzt, wenn sie wehtun. Und ich glaube, das sagt auch schon viel über seine Hygiene aus. Aber der Grund, warum die kaputt waren, war jetzt nicht, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, der Grund war jetzt nicht, dass ich da halt einfach die ungepflegt hatte, sondern ich habe die einfach nicht genug gepflegt, beziehungsweise ich hatte sowas hier zum Beispiel nicht genutzt. Und das ist halt schlecht. Und weil ich halt nie zum Friseur gegangen bin, sondern meine Haare halt einfach habe wuchern lassen, wie sie waren, und halt gewaschen habe und halt auch Shampoo und Spülung benutzt habe, aber halt auch keine Glisscool zum Beispiel, sondern einfach ganz normales Shampoo, Axe und so weiter vor allem, war das ein Problem. Tja, und jetzt habe ich das und seitdem habe ich meine Haare, sind meine Haare wieder echt gut. Und das Coole ist, meine Haare sind weicher, als sie je zuvor waren. Ja, also ob sie jetzt so sind, ob sie Leute, die wirklich, wie er sich immer durch die Haare geht und denkt, die sind schön. Ganz ehrlich, das ist keine Frisur, Rainer. Und auch das nicht böse gemeint, aber wirklich, wenn ich diese Haare sehe, ja, wenn ich dich nicht kennen würde und sehe diese Haare, würde ich mir denken, okay, der legt nicht so viel Wert auf seine Pflege, weil das sieht einfach nur scheiße aus. Es tut mir leid. Und ganz ehrlich, die sehen auch jetzt schon wieder fettig aus, was auch kein Wunder ist. Weil du gehst dir 10 Mal in der Sekunde durch die Haare, Rainer. Aber du hattest doch nie fettige Haare, nein. Und du duschst einmal pro Sekunde, natürlich. so sind oder ob sie jetzt trocken sind oder sonst was. Meine Haare waren noch nie weicher. Meine Meinung zu so Haarölen. Ich habe ja verschiedene Haaröle schon benutzt in meinem Leben. Dass ich das damals gemacht habe mit dem Friseur, das war noch, als ich lange Haare hatte. Wann war das? 2012, 2013 irgendwann. Und da war die Sache die, dass ich die so benutzt habe, hat dann angefangen und also kurz bevor ich die abgeschnitten habe, war das. Und ich habe dann in dem Zeitraum, in den 5, 6, 7 Jahren, die ich jetzt das mache, immer wieder verschiedene benutzt. Haaröle generell, also generell so Pflegeprodukte sind immer schwierig. Aber Was ist denn daran schwierig? Was ist denn schwierig, Rainer? Also wirklich, man merkt richtig, er hat auch zu diesem Thema wieder nichts zu sagen. Bester Beweis, du startest in das Video rein und er kämmt sich erstmal eine Minute seine Haare durch. Junge, ich war selten so nett, ne, muss ich ehrlich sagen. Er hat nichts dazu zu sagen, er hat wirklich nichts. Ja? Und ja, also, ja, ich habe viele Haaröle gehabt und ja, ist immer ein bisschen schwierig. Was ist denn schwierig, Rainer? Ach Mann, ey. also es gibt Pflegeprodukte. Ich überlege gerade, überleg gerade, wie ich den Satz anfange, weil ich das alles blind mache. Pflegeprodukte für Haare und generell Pflegeprodukte sind immer sehr ein schwieriges Thema, finde ich. Weil ich bin der Meinung, wenn man zu viel von dem Zeug verwendet, ist man irgendwann darauf angewiesen.
Da bist du einfach abhängig. Ich bin süchtig nach Haaröl. Leute, man kennt es. Der duscht sogar am Sitzen jetzt gerade in den Morgen. Du siehst das noch nicht. Ja, das kann gut sein, Matti. Das kann sehr gut sein, dass ich das einfach nicht sehe. Ja, Aber das ey. stimmt, du Geiles. Er hat schon mit 4 Jahren im Wald Haarroll benutzt. Ja, mit seinem Vater damals im Wald mit 4 Jahren schon Haaröl benutzt. Man kennt es. Ah, Dankeschön. Was der? Das ist Propagandalf. genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Oh Gott. Der sieht aus wie ein dicker wilder Herzbube mit Haaren wie ein Crack-Junkie. Ja, das kann man so eigentlich sehr gut zusammenfassen. Das stimmt, Soldier. Da gebe ich dir recht. Dankeschön. Auch für deine Unterstützung. Und das mag ich nicht. Ich benutze so wenig wie möglich von dem Zeug und so selten wie möglich. Aber ich benutze zum Beispiel das hier fast jeden zweiten Tag. Aber das ist halt auch etwas, was meinen Haaren halt auch gut tut. Und das merke ich auch. Meine Haare sind fester als je zuvor. Also hier. Sie sind fester als je zuvor. Sie sind glatter als je zuvor. Kann auch am anderen liegen, das weiß ich nicht. Aber sie sind auf jeden Fall viel schöner als vorher. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass sie voluminöser sind, weil wenn ich jetzt so mache, so, das ist jetzt ganz glatt. Und wenn ich loslasse, die heben sich so ein Stück an. Das ist vollkommen normal bei Haaren, Rainer. Du bist nichts Besonderes. Ich ra das, also wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass mich das Video so triggert. Ey Leute, macht mal den Selbstversuch. Drückt mal eure Haare runter und dann gehen die nach oben. No shit. Wer hätte das gedacht? Oh Mann, ey. Ziemlich übel. Genau, aber es ist auf jeden Fall auch ein viel schöneres Gefühl an den Haaren. Ich würde euch aber, wie gesagt, nicht empfehlen, euch jetzt 1000 verschiedene Sachen zu holen. Ich empfehle euch jetzt auch nicht, das euch zu holen, weil das ist Blödsinn. Aber versucht euch wirklich mal verschiedene Produkte anzuschauen und vielleicht wirklich mal zu eurem Friseur zu gehen und euch was empfehlen zu lassen. Ja, genau. Ich lasse mir ein schönes Haaröl von meinem Friseur empfehlen und sage, ja, der Rainer Winkler hat gesagt, Haaröl ist richtig und wichtig. Haben Sie da was für mich? Wegeborg, schwierig ist es für die Anweisung auf der Packung zu lesen und das auch noch zu verstehen. Es sollte extra für ein, für Mann, für ihn ein Dulli-Produkt geben mit einer Bildstrecke zur Erklärung. Das ist eine geile Idee. Das ist wirklich eine geile Idee. Ich habe Ich war mal Haarölsüchtig, ich habe das literweise gesoffen. Man kennt es. Die Haaröl-Junkies. Leute, lasst die Finger von dem Zeug. Das ist Teufelszeug. Das schon die sage verrücktesten Gerüchte und Geschichten gehört. Ich wollte eigentlich meinen Schnauzer rasieren, ne? Bevor ich schneiden, bevor ich weitermache. Ich habe schon die verschiedensten und verrücktesten Geschichten gehört. Zu Haargel, Haaröl, Haarmittel und so weiter. nur weil Ja, ich du wirst dick so viel bin. davon Und benutzt, dann fallen weil dir ich die doch eine Haare Kaschmir aus. bin für euch. Ja, ob das wirklich stimmt? Ich habe nie besonders viel davon benutzt. Ich habe zwar Haargel benutzt, eine Zeit lang, und habe auch noch welches da, aber ich benutze es erst selten. Ich benutze Haaröl, aber auch erst selten. Das Einzige, was ich regelmäßig benutze, ist mein Duschgel. Also, beziehungsweise, ist auch kein Duschgel, sondern Haarwaschmittel, Zeug. Oh. Okay, Rainer. Aber hast du nicht vorhin gesagt, ja, mein Haaröl, das benutze ich gerne und oft. Ich habe viele ausprobiert und jetzt heißt es, ja, ich benutze das nicht so oft. Aber mein Duschgel, Haargel, das benutze ich natürlich jeden Tag. Ja, Rainer, wir haben es verstanden. Du möchtest hier das Bild etablieren, dass du oft duschst. Wir haben es verstanden. Gedöns. Ihr wisst, was ich meine. Es ist Shampoo für die Haare so. Ich benutze es halt für den ganzen Körper, aber wenn ich mir schon die Haare wasche, dann kann ich das gleich auch ganz machen. Deswegen benutze ich nur noch das. Weil bloß Haare waschen mache ich nicht. Entweder ich dusche ganz oder gar nicht. Wobei, was ich mache, ist, dass ich mir nicht jedes Mal, wenn ich dusche jeden Tag. Zweimal manchmal sogar. Ich gehe nochmal zurück. Ich möchte dieses Smugface festhalten. Moment, Leute. Dieses, er wirklich, wie er lügt, ohne rot zu werden. Guck dir das an, warte. Mache ist, dass ich mir nicht jedes Mal, wenn ich dusche jeden Tag. Mann. Zweimal manchmal sogar. Hier! Ey! Nee. Nee, wirklich. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich rotiere im Drehstuhl. Ihr hört das bestimmt, weil ich immer leiser werde. Ich rotiere gerade. Leute. Zweimal am Tag duscht er. Guckt euch dieses Gesicht an. Können diese Augen lügen? Die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Warum lacht er dabei? Sassy. Ja, wisst ihr, oder? Bestimmte Leute auf meinem Kanal, die regelmäßig zuschauen, wissen, was ich mit mehr als zweimal meine.
Aber, oder mehr als einmal meine, aber mindestens einmal am Tag dusche ich. Ich tue mir jetzt aber nicht jeden Tag die Haare waschen, weil auch das macht die Haare kaputt. Und. Aber vorhin hat er doch gesagt, ich dusche entweder ganz oder gar nicht, Rainer. Das hast du vorhin gesagt. Oh, ist das ein anstrengendes Video. Und da hilft dann auch das Haar nichts mehr. Also, kurz zusammengefasst. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen tiefer gebohrt, Matti. Jedes Mal, wenn ich Rainer-Videos gucke, dann bohre ich mich immer ein paar Zentimeter tiefer. Haargel, Haargel, Haargel. Ich wollte jetzt Haaröl und Haargel sagen und habe Haargel gesagt. Das neue Produkt, Leute, Haargel. Nee, Haaröl ist meiner Meinung nach ein gutes Produkt, wenn man sich eine gute Firma raussucht. Ich habe jetzt Granini Fructis genommen, benutze das auch immer. Junge Rainer, das macht mich auch ultra wett, ne? Er sitzt da und da fahren logischerweise auch mal Autos an seinem Haus vorbei. Entschuldigung, Herr Lord, dass ich hier mal durchfahren muss. Es tut mir leid, Eure Regentschaft. Darf ich bitte den Weg passieren? Mann, Rainer, die Welt gehört nicht dir, die dreht sich nicht um dich, Mann. Ach. Gut, auf jeden Fall benutze ich das auch immer. Und muss auch sagen, ich bin eigentlich zufrieden damit. Ich habe, wie gesagt, auch schon andere Öle benutzt, auch von Graninis und so weiter und auch von Schwarzkopf und ich weiß nicht, was noch alles. Muss aber sagen, ich bin davon echt nicht begeistert. Ich habe auch viele Produkte, jetzt müsst ihr natürlich sagen, ne, das ist doch was für Frauen. Leck mich. Das ist von wegen was für Frauen. Es ist ein Ich Produkt, bin das sind, der Drache das von Teil Irak. ist, das ist, das Teil ist genderneutral. Ja, auch wenn vielleicht For Women draufsteht. Hat Rainer schon jemals genderneutral gesagt? Also, hat er das jemals benutzt? Genderneutral? What the fuck? Okay. Alles klar. Gut. Genderneutral. Überhaupt drauf. Hier steht übrigens sogar extra für trockene Haare, nur so als Info am Rande. Dreifache Wirkung. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich brauche noch ein paar Minuten fürs Video. Also lese ich die Flasche. Dreifache Wirkung, weiß ich nicht. Kraftaktivität. Übrigens sind sehr viele Frauen neidisch auf meine Haarpracht. Ey! Nee. Nee. Alle Frauen im Chat, alle Frauen auf YouTube gerade im Video, schreibt gern mal, seid ihr neidisch auf diese Haarpracht? Auch gern die Männer natürlich, ne? Schreibt gern. Also ich auf jeden Fall. Ich sitze hier leider immer nur mit Glatze, mir wachsen leider gar keine Haare. Einfach weil der Lord die. Ich traue mir nicht, dass. Ich traue es mir einfach nicht, Haare wachsen zu lassen, weil ich sehe neben dem Lord einfach dann so schlecht aus, Leute. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wirklich dieses dumme Gequatsche. Oh ja, also viele Frauen sind neidisch auf meine Haare. Junge, Rainer, niemand ist neidisch auf irgendwas von dir. Wenn ich jetzt nicht gerade die Seiten abrasiert habe. Und selbst dann meistens noch. Völlig banal, aber gut. Ich glaube, das hier ist sogar tatsächlich komplett schon genderneutral. Aber viele Sachen, die ich kaufe oder viele Produkte, die ich benutze, das ist ja für Frauen. Sorry, hat das Ding eine Möpse und einen Arsch? Nee, sorry. Was ist das für eine Aussage? Es gibt doch Produkte, die primär für Frauen gedacht sind, Rainer. Das ist doch eine normale Aussage. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du stehst drüber und sagst, ja, okay, aber ich benutze das sehr gern und gut ist, oder du lässt sie natürlich triggern und machst wieder so eine Ansage. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Sorry, das Teil, Entschuldigung, ne? Also nicht, dass ich jetzt Frauen auf Möpse und Arsch benutze. Nein, natürlich nicht. Wir gucken uns die ganzen Bärchen-Leaks nochmal an. Natürlich nicht. Leute, Leute, der zuvorkommende Rainer. Hallo. Hier, ich wollte jetzt nicht sexistisch sein. Was ich meinte war, das Teil hat keinen Gender. Hat es nicht. Es ist einfach nur Haaröl oder Haargel. Da hat einfach irgendeine Firma For Women draufgeschrieben. Punkt. Mehr ist das nicht. Spielt absolut keine Rolle, ob das jetzt für Männlein oder für Weiblein und oder für Weiblein ist. Es ist genderneutral. Das ist genauso wie wenn ich jetzt auf mein Milchprodukt draufschreibe, for man. Dürfen nur Männer trinken. For man. Steht nur für Mann drauf. Boah, sowas kann ich immer gar nicht ab so. Da. Gleichberechtigung und so. Und dann kommen sie mit sowas, weißt du? Das ist auch so. Da kriege ich auch so einen Hals, ey.
Nee, also mir ist es völlig egal, ob da For Man oder For Woman draufsteht. Ich benutze das, weil es mir hilft und weil es was bringt. Und ich gerade aussehe wie ein Mammut. Leute, da könnt ihr ruhig mal auch mich loben, ne? Für meine Stoppungsskills. Da könnt ihr wirklich auch mal einfach ein Lob reinbetteln. Ganz ehrlich. Das, sage ich jetzt schon, wird auch wieder das Thumbnail für das Video dann werden. Ganz klare Sache. Also, keiner kann es mehr reichen, das Wasser, ne? Ich sag's nur. Mit meiner komischen Tolle hier. Voll die Elvis-Tolle. Meine Haare sind so irre, Alter. Verdammten Drecksdinger. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, was nehmen wir? Achso, wir wollten in der nächsten Folge, geht es um Gleitgel. Das ist jetzt Analgleitgel. Auch ein sehr interessantes Thema, Rainer. Und wirklich, wie alt bist du? Wie verdammt nochmal alt bist du? Es ist so belastend. Spielt meiner Meinung nach auch keine Rolle. Kommen wir aber gleich im anderen Video drauf zurück. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und tschö, tschö. Leute, mit Halt dein Maul wird hier abgeschlossen und das ist auch sehr passend, weil es war wirklich eine anstrengende Folge. Mein Gott. Ich dachte so locker leicht, wieder seine komische Meinung zu hören, wäre lustig, aber Bruder, Bruder, war das anstrengend.